Also willkommen bei den Chaostagen oder der Netzpolitikkonferenz. Das scheint sich heute nicht zu unterscheiden. Trotzdem freue ich mich, Konrad Lischka auf der Bühne begrüßen zu dürfen, Projektleiter bei der Bertelsmann Stiftung. Und er wird heute reden über politischer Handlungsbedarf bei algorithmischen Entscheidungen. Das hört sich sehr sperrisch an. Kannst du mir die algorithmischen Entscheidungen erklären? Wird konkreter. Ja, mein Gott. Es ist Software, die Entscheidungen trifft oder vorbereitet. Zum Beispiel das Zeug im Arbeitsamt, das Zeug beim Predictive Policing. Es gibt auch Systeme, die helfen, Entscheidungen von Menschen vorzubereiten. Zum Beispiel die Geschichten vor Gericht in den USA. Hm. Rückfallwahrscheinlichkeit. Die Frage ist, ob Menschen sie eins zu eins übernehmen. Verstehe. Na gut, ich freue mich auf deinen Talk. Ein Applaus. Und ich habe tatsächlich Ton. Ah! Das macht einiges einfacher. Ja, ich will ein bisschen darin einsteigen, was könnte man jetzt eigentlich tun? Weil wir haben viel darüber gehört, was nicht so gut läuft. Deswegen ist mein Einstieg, ich habe nicht die Lösung, vielleicht ein bisschen kontraintuitiv. Was ich meine ist, wir sind als Stiftung, wir machen das gerade seit ein paar Monaten mit ein paar Arbeitspapieren, auch insgesamt in der Diskussion gerade erst am Anfang. Was wir nicht haben, ist zum Beispiel Empirie, was in Deutschland geschieht. Ja? Was passiert in den Arbeitsämtern? Spielt da Software eine Rolle oder nicht bei Entscheidungen? Wissen wir einfach nicht. Also wir wissen sehr wenig darüber, was tatsächlich geschieht. Aber wir haben einige konkrete Einsatzfälle, die wir heute gehört haben, aus denen wir was lernen können, vor allem aus dem Ausland. Rückfallwahrscheinlichkeiten vorhersagen, Credit Scoring, solche Geschichten. Worüber wir sehr wenig reden und darüber werde ich heute ein bisschen mehr sprechen, weil es ein Teil von Lösungen sein wird, glaube ich, ist, welche gesellschaftlichen Ziele wollen wir eigentlich verfolgen mit algorithmischer Entscheidungsfindung? Ja? Was ist das Ziel? Warum wollen wir es einsetzen? Was soll es leisten? Und da haben wir ein bisschen zu wenig in der Debatte. Wir sind mehr in einer Abwehr. Was soll es nicht tun? Was wichtig ist, aber ein positives Gegenbild ist, glaube ich, hilfreich. Und ich werde auch ein bisschen über Lösungen sprechen. Ne? Wie könnte man, beziehungsweise wo sollte man ansetzen? Deswegen, es sind eher To-Dos, was ich hier sage. Es sind keine Forderungen, es sind meine Gedanken. Es sind definitiv keine Forderungen der Bertelsmann Stiftung, sondern To-Dos, die ich sehe. Womit ich gerade angefangen habe, wir haben viele Beispiele gehört heute, die eins gemeinsam haben. Ist der Mensch eher ein Objekt von einer Macht, die Software benutzt, um Entscheidungen vorzubereiten oder zu fällen? Zum Beispiel der Staat, ne, der die Rückfallwahrscheinlichkeit berechnet bei Leuten, die vor Gericht stehen. Wir haben Arbeitgeber, die Leute, die zu Vorstellungsgesprächen eingeladen werden, mit einer Software vorsortiert nach diversen Kriterien und Leute, die nicht reinpassen, werden gar nicht erst eingeladen. Wir haben Versicherungen, die beispielsweise die Prämien berechnen anhand von Credit Scoring Werten. Es ist immer eine Macht, die über Menschen entscheidet und das ist ein wichtiger Diskurs, aber das ist das, worauf wir uns im Moment fokussieren. Worüber wir gleichzeitig auch sprechen sollten, finde ich, weil uns das ein positives Bild geben könnte, wohin es denn auch gehen könnte und was wir heute nicht im Einsatz haben vielleicht, sind Systeme, wo der Mensch im Mittelpunkt steht, wo der Menschenhandelnder ist. Ja? Das sind jetzt alles fiktive Beispiele, die ich mir im Zug ausgedacht habe, die aber eins gemeinsam haben. Ja? Zum Beispiel, warum kann ich, wenn ich einen Bescheid vom Arbeitsamt über mein ALG2 bekomme, warum kann ich nicht vergleichen, ist das ein ungewöhnlicher Bescheid für jemanden in meiner Situation? Ja? Das ist halt ein Punkt, wo ich als Einzelner nicht das Wissen habe über all die anderen Entscheidungen, die es gibt, auch all die anderen Entscheidungen nie analysieren könnte, wo mir aber ein algorithmisches System helfen könnte bei der Einschätzung. Ist diese Entscheidung ungewöhnlich, sollte ich vielleicht genauer nachfragen, ein Einsatzszenario, ne? Wo eben nicht der Mensch bewertet wird, sondern ich etwas nutze, um meine Möglichkeiten zu erweitern. Beispielsweise auch das Gegenbild zu Bewertung von Bewerbern. Was kann ich gut und was tue ich wirklich gerne? Ja? Wie verhält sich das mit anderen Leuten, die ähnlich sind? Ja? Was tun die eigentlich? Wo habe ich Möglichkeiten? Es ist auch etwas, was mir Entscheidungen erleichtern oder mir auch andere Möglichkeiten eröffnen könnte. Ein ganz praktisches Beispiel, ja, wo es gar nicht um die Bewertung von Menschen geht. Wenn ich ein Grundstück kaufen möchte in Essen, wo ich lebe, wie über das Problem, es können Grubenstollen drunter sein und irgendwann kracht es vielleicht ein oder nicht. Das Risiko ist da. Die Daten kann ich nicht analysieren, weil die Daten nicht öffentlich sind und weil es diese Software nicht gibt. Würde mir aber extrem helfen, wenn ich einschätzen wollen würde, wo sollte ich denn hingehen? Und das ist mein Anspruch. Ja? Ich würde gerne die Debatte auch ein bisschen in die Richtung formen, was wollen wir und was wollen wir irgendwie für Software haben, die Menschen nützt und die Menschen irgendwie dabei hilft, sich zu orientieren bei Fragen,
mit denen wir mit unserem menschlichen Entscheidungssystem überfordert sind. Ja, wenn es große Datenmengen gibt, die uns ein Bild geben könnten, ja, was uns vielleicht in eine andere Richtung leitet, weil menschliche Entscheidungen sind eben auch nicht perfekt. Und für so eine positive, gemeinwohlorientierte Gestaltung ist eben mehr nötig als Regulierung, die schlimme Fälle abwehrt. Ja? Man muss ja etwas Positives schaffen. Und da ist der Staat, finde ich, in einer merkwürdigen Doppelrolle. Ne? Einerseits die Fälle, die wir gehört haben, er ist ein Anwender von solchen Systemen, in Deutschland vielleicht noch nicht so ausgeprägt, aber wenn ich zum Beispiel an diese Versuche zu Spracherkennung bei Menschen, die Anträge stellen beim BAMF, wo die Sprache erkannt werden soll mit einer Software, ja? Sprechen Sie wirklich den Dialekt, den Sie sagen, dass Sie ihn sprechen, wo Sie herkommen. Also da gibt es schon Ideen in die Richtung. Aber in solchen Fällen ist der Staat ein Anwender und er ist zu kontrollieren. Ja? Wir müssen eine Abwehr schaffen gegenüber der Macht. Andererseits ist der Staat eben auch jemand und in dieser Rolle ist er in Diskussion eben noch nicht im Moment in Deutschland, der eine positive Ordnung ermöglichen kann. Ja? Und das ist keine ungewöhnliche Doppelrolle. Das haben wir zum Beispiel bei Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt. Da ist der Staat ja einerseits auch derjenige, der abgewehrt werden muss vor Eingriffen in dieses System. Andererseits ist er eben auch der Träger, und das hat das Bundesverfassungsgericht in vielen Urteilen gesagt, er muss eine positive Ordnung schaffen. Ja? Der Staat muss nicht nur dafür sorgen, wenn es irgendwie eine Verzerrung gibt, nachträglich zu sorgen, dass sie nicht ganz so schlimm ist. Er muss eine positive Ordnung schaffen. Und das ist auch seine Rolle. Und diese Doppelfunktion kriegen wir bei Meinungsvielfalt, Medienvielfalt mehr oder weniger gut hin, aber sie wird immerhin gesehen, ja? Und sie wird ausgefüllt. Und das würde ich mir wünschen, bei algorithmischer Entscheidungsfindung eben auch diese Rolle zu sehen und diese Ansprüche zu stellen, ne, an unser Gemeinwesen. Und ein erstes kleines To-Do, um diese Doppelrolle auszufüllen, muss man sich erstmal darüber bewusst werden, was möglich ist und was man will. Ja? Und das hat zum Beispiel die Obama-Administration im letzten Jahr mit einem Hauruck-Verfahren geschafft. Die haben mit den führenden Universitäten gesprochen, die haben zivilgesellschaftliche Organisationen eingeladen, die haben Berichte geschrieben am Ende der Amtszeit, das haben wenig Leute gelesen, es hatte keine Auswirkung auf die konkrete Politik, aber wo sehr viele konkrete To-Dos für eben diese beiden Rollen drin standen. Und das, finde ich, ist der erste wichtige Schritt. Man muss erstmal die richtigen Fragen stellen und versuchen, sie zu beantworten. Und bei Deutschland sehen wir eben dieses Fragezeichen. Nicht nur ist diese Doppelrolle des Staates nicht angenommen, das wäre der erste Schritt, der zweite wäre zu fragen, ne, was können wir denn tun? Jetzt will ich über drei Felder, wo ich To-Dos sehe, ein bisschen konkreter sprechen. Das eine ist Vielfalt schaffen. Das ist etwas, was im Diskurs wenig vorkommt. Ja? Also viele sprechen, zu Recht ist es wichtig, über Nachvollziehbarkeit vor Entscheidung, Falsifikation. Aber weil es davor schon eine sehr breite Diskussion gibt, kommt die bei mir erst am Ende vor, weil ich will nicht alles reproduzieren, was andere Leute Kluges aufgeschrieben haben. Was ich mit Vielfalt meine, sieht man an einigen konkreten Beispielen, wo es eben keine Vielfalt gibt, was für Folgen hat. Wenn wir so etwas wie soziale Konstrukte haben, zum Beispiel ist ein Bewerber geeignet oder ist eine Nachricht relevant, ja? Das ist ja nicht eindeutig zu messen. Man kann es so sehen, man kann es so sehen. Es gibt unterschiedliche Relevanzkriterien, es gibt unterschiedliche Menschen. Deswegen ist Vielfalt in solchen Fällen, wo es um soziale Konstrukte geht, die operationalisiert werden, glaube ich, tendenziell wichtig. Und ein System mit einer Operationalisierung ist eher schlecht. Das sehen wir bei der Bewerberauswahl zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, wo es eine Handvoll Systeme gibt, die im Einsatz sind. Wir haben aber eine Tendenz, und das kann man tatsächlich beobachten bei dem, was geschieht, zu eher weniger Vielfalt. Und ich glaube, das ist einfach einer inhärenten Logik geschuldet, dass, wenn ich eine Entscheidungslogik entwickelt habe an Trainingsdaten, es relativ günstig ist, sich auf andere Fälle anzuwenden. Ne? Man braucht nicht zusätzliche Menschen als Sachbearbeiter, was Kosten darstellt, sondern man muss einfach die Software auf andere Daten anwenden, so wie das bei der Vorsortierung von Bewerbern in den Vereinigten Staaten passiert. Diese Skalierbarkeit ist etwas, womit man sich auseinandersetzen muss. Und die andere Frage ist die der Trainingsdaten, die man braucht, um solche Systeme zu trainieren, auf ne, welche Ziele auch immer hin. Tatsache ist, wenn man vielfältige Systeme haben will, braucht man auch einen vielfältigen Zugriff auf Trainingsdaten. Und das sind, glaube ich, bei diesem Punkt Vielfalt sichern zwei Ansatzpunkte, wo man nachdenken müsste und wo ich jetzt auch anfange, so ein paar Beispiele zu bringen, wo es ähnliche Herausforderungen schon gibt und gab in der Gesellschaft, die wir auch auf eine bestimmte Art und Weise gelöst haben und wo man sich was abschauen kann. Es ist alles eigentlich nicht neu. Ja?
Also zum Beispiel diese Idee der Mozilla Foundation, was wie eine Trainingsdatenallmende zu bauen. Ne? Das machen sie jetzt für Spracherkennung. Man spricht halt einen Text ein, ne? Und sie bauen daraus eine Datenbank auf, mit der Leute dann, ne, freie Daten, mit der Leute ihre Systeme trainieren sollen können. Finde ich mal eine schöne Idee. Es gibt in der Medizin, gibt es diese Biobanken. Auch eine Diskussion, die sehr lange geführt wurde mit Datenschützern. Das Problem ist das, wenn ich medizinische Forschung mache, brauche ich große Datenmengen. Ne? Also wie hängen bestimmte Befunde, bestimmte Proben aus den Körpern von Menschen zusammen mit deren soziodemografischen Hintergrund? Wenn ich daran forschen will, muss ich auf solche Daten Zugriff haben. Ich habe aber ein Datenschutzproblem. Ne? Und es gibt diese Biodatenbanken als Lösung für eben dieses Problem. Die sind vor allem an Universitäten angesiedelt. Ich glaube in Wien eine große, in Deutschland auch. Die tatsächlich diese Spenderinformationen vorhalten und die Proben und zur Forschung ermöglichen und einen breiten Zugang zur Forschung. Es ist eben nicht nur die Pharmaindustrie, die solche Daten bauen kann. Es sind halt alle Leute von Universitäten, die forschen wollen. Eine andere, dritte Möglichkeit, eine größere Vielfalt beim Zugriff auf Trainingsdaten zu schaffen, hat die Royal Society in Großbritannien vorgeschlagen. Die sagen, wenn wir öffentliche Forschung haben und die finanzieren, warum gibt es nicht sowas wie Open Access für Trainingsdaten, dass wir Anreize schaffen, dass Datensammlungen aufgebaut werden in Forschungsvorhaben, auf die auch andere Leute zugreifen und sie nutzen können, um Systeme zu entwickeln. Und eben nicht nur Leute, die ein kommerzielles Interesse haben und ein Produkt entwickeln wollen, entsprechend Risikokapital haben, sondern Leute, die vielleicht auch aus zivilgesellschaftlichen Motiven etwas entwickeln wollen und eben nicht die Ressourcen haben, Daten zu kaufen oder durch kostenlose Produkte zu finanzieren, die Datensammlung zu finanzieren. Das war Datenvielfalt bei Trainingsdaten. Der andere Punkt ist die absolute Vielfalt an algorithmischen Entscheidungssystemen. Ich habe ja gerade gesagt, wenn wir ein soziales Konstrukt haben, ist es vorteilhaft, wenn wir unterschiedliche Systeme haben, die es unterschiedlich operationalisieren. Ja? Also zum Beispiel die Frage nach Gerechtigkeit, die Frage nach Relevanz von Nachrichten, die nie eindeutig zu beantworten ist und auch nie eindeutig zu messen sein wird. Deswegen sind unterschiedliche Systeme sinnvoll. Und auch da haben wir Beispiele für Systeme, die funktionieren. Zum Beispiel gibt es ja in der Wikipedia Bots. Also ich meine jetzt nicht Sachen, die irgendwie die Kategorien richtig machen und die Infogästen reinsetzen. Es gibt zum Beispiel auch Bots, die automatisiert Vandalismus entdecken, relativ schnell, und dann auch einen Reverse machen. Die gibt es in der englischen Wikipedia. Und in anderen Sprachversionen gibt es andere Regeln dafür, wie solche Sachen zugelassen werden. Weil natürlich jede Sprachversion der Wikipedia eigene Regeln für Relevanz hat. Ja? Und auch eigene Regeln dafür, was Vandalismus ist und wie erkannt wird. Deswegen eigentlich ein System, unterschiedliche Sprachversionen mit unterschiedlichen Relevanzkriterien und deswegen unterschiedlichen Zulassungspolitiken für Bots. Wenn wir eine Entwicklung fürs Gemeinwohl haben wollen, wenn wir vielfältige Systeme halt auch im Sinne haben wollen, vielfältig im Sinne von nicht nur von Unternehmen mit kommerziellen Interessen und Geschäftsmodellen entwickelt, sondern vielleicht auch von Akteuren, die kein Geschäftsmodell, aber eine Idee fürs Gemeinwohl haben, dann brauchen wir auch Förderung von Entwicklung fürs Gemeinwohl, tatsächlich von algorithmischen Entscheidungssystemen. Ein kleines Beispiel dafür ist der Prototype Fund von der Open Knowledge Foundation mit öffentlichen Mitteln finanziert, wo tatsächlich hier der Staat in einer gestaltenden Rolle ist, ne, und ihn nicht in einer abzuwehrenden. Solche Impulse bräuchte es auch. Und der dritte Punkt, wo man bei Vielfalt ansetzen kann, ist, glaube ich, tatsächlich, wo der Staat als Akteur und als Anwender auftritt. So eine Analogie dazu ist die Frage, wenn man in den Ministerien, in den Ländern ist, kriegt man oft fair gehandelten Kaffee. Ja? Eigentlich wäre das nicht möglich. Bei Vergaben ist eigentlich, ne, man muss den billigsten Anbieter nehmen. Aber es gibt seit einigen Jahren eben die Möglichkeit, bei Vergaben eben auch auf Kriterien wie Nachhaltigkeit zu achten. Man nimmt nicht den billigsten Anbieter für den Kaffee, sondern man achtet auf Nachhaltigkeit, fairen Handel und kann einen teureren Anbieter nehmen, der eben diese Kriterien erfüllt. Also warum sollte die Vielfalt von Software, von algorithmischen Entscheidungssystemen nicht ein Kriterium sein bei Vergabeverfahren? Ist zu übertragen, geht in anderen Bereichen auch. Und die andere Frage ist natürlich, gibt es bestimmte Einsatzbereiche, wo wir soziale Konstrukte operationalisieren und wo wir deswegen eine Vielfalt von Systemen haben müssen, die entscheiden? Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber nehmen wir mal an, wir haben etwas Umstrittenes wie Predictive Policing und es macht in irgendeinem Bereich Sinn. Ja? Also vielleicht ortsbezogene Prognosen für bestimmte Kriminalitätsarten, die tatsächlich Muster haben. Wenn der Staat so ein System einsetzt, könnte man dafür plädieren,
ein Mensch muss am Ende entscheiden und ein Mensch muss die Möglichkeit haben, aus unterschiedlichen Empfehlungen unterschiedliche Systeme auszuwählen. Ja? Das eine System ist auf dieses Kriterium optimiert, das andere auf dieses. Ich sehe eine Vielfalt und ich entscheide dann. Ja? So ähnlich wie vor Gericht unterschiedliche Sachverständige zu unterschiedlichen Meinungen kommen. Also vielleicht gibt es Einsatzszenarien im öffentlichen Sektor, wo man sagen muss, man braucht eine absolute Vielfalt an unterschiedlichen Systemen, weil es um soziale Konstrukte geht. Und da ist die Analogie eben Sachverständige vor Gericht. Ne? Zweitgutachter. Die zweite Baustelle, die ich sehe und wo ich ein paar To-Dos formuliere, ist gesellschaftliche Angemessenheit sichern. Hintergrund, wenn wir ein System haben, was sehr konsistent entscheidet, ja, also bei denselben Eingabebedingungen immer dieselbe Ausgabe macht, und auch wenn dieses System völlig nachvollziehbar ist, kann es dennoch gesellschaftlich absolut sinnlos sein. Ja? Also Predictive Policing, was die Leute immer in bestimmte Stadtviertel schickt, wegen soziodemografischer Daten, ist vielleicht nachvollziehbar, ist vielleicht Konsistenz, ist aber trotzdem gesellschaftlich nicht wünschenswert. Also Nachvollziehbarkeit und Transparenz schafft vielleicht einen Diskurs darüber, aber den Diskurs, den wir brauchen, ist der über gesellschaftliche Angemessenheit. Und es gibt viele Negativbeispiele, nicht nur aus der Anwendungssysteme, sondern schon auch der Operationalisierung. Also wie mache ich etwas messbar? Dann gab es zum Beispiel die Ideen, Bewerberauswahl, das Kriterium anzulegen, wie weit wohnen die Menschen weg vom potenziellen Arbeitsort. Weil bekannt ist, je weiter weg die Leute wohnen, desto eher kündigen sie statistisch gesehen. Also nehmen wir das als Kriterium, ne, in die Bewerberauswahl ein. Das ist natürlich ein blödes Kriterium, weil es korreliert erstens mit den Mietpreisen in den Vierteln, wo die Leute wohnen. Ne? Wenn die Firma in einem relativ hochpreisigen Bereich ist, werden sich Leute, die weiter weg wohnen können, ne, vielleicht dort bewerben, weil sie mehr Geld verdienen wollen, sich aber die teuren Mieten nicht leisten können in der Umgebung. Das heißt, wir müssen schon beim Operationalisieren und bei der Messbarmachung von sozialen Konstrukten eigentlich anfangen, die gesellschaftliche Sinnhaftigkeit zu reflektieren. Und natürlich gibt es auch negative Beispiele, wo es tatsächlich um die Anwendung geht. Das haben wir jetzt ein paar Mal gehört beim Predictive Policing in Chicago, was personenbezogen war. Das System war eigentlich dafür gedacht und entwickelt, Leute zu identifizieren, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass sie in Gang-Auseinandersetzungen eine Verletzung erleiden, also dass sie Opfer einer Straftat werden. Und dann irgendwie Prävention zu schaffen, um das zu verhindern. Also dafür wurde dieses System eigentlich entwickelt. Es wurde tatsächlich aber dann genutzt, um der Polizei bei Ermittlungen so eine Liste von Kandidaten, wo man mal gucken kann. Ne? Die haben irgendwie Gangverbindungen und bei denen schauen wir mal, ob die vielleicht, ne, ob die kein Alibi haben. Es wurde für Ermittlungen genutzt, also für einen völlig anderen Zweck. Was man reflektieren muss, ist die gesellschaftliche Sinnhaftigkeit solcher Anwendungen. Ja? Das System kann für etwas anderes entwickelt sein, als wofür es tatsächlich genutzt wird. Und das ist eine Institutionslogik, ja? Die man auch irgendwie reflektieren muss. Lösungsansätze für die Messbarmachung gibt es einige. Klar, das eine ist die Wissenschaft. Ja? Wenn ich zum Beispiel Armut messen möchte, ja, kann ich das über Satellitenfotos tun. Ich brauche trotzdem davon ein Verständnis, wie ich Armut definiere. Ja? Und Leute, die das an der Stanford-Universität gemacht haben, anhand von Satellitendaten mit Machine Learning, haben Armutskriterien genommen, die in der Entwicklungshilfe seit Jahrzehnten diskutiert und genutzt wurden. Also da haben wir wirklich eine Auseinandersetzung darüber, ist dieses Instrument, dieses Messinstrument ein richtiges. Darauf kann man zugreifen. Wenn man nicht darauf zugreifen kann, muss man halt diese Diskussion schaffen und reflektieren. Ja? Was habe ich für Probleme, wenn ich das hier so messbar mache? Und in bestimmten Fällen braucht man auch eine breite gesellschaftliche Diskussion, noch bevor ich ein System entwickle, wenn ich es messbar mache. Auch da so nicht ganz schiefe Analogie. Bei der Stadtplanung zum Beispiel binden wir Leute ja auch ein, bevor wir Pläne entwickeln. Ja? Leute sind betroffen, es geht um ihr soziales Umfeld, wo sie jetzt in dem Fall wohnen. Aber ne, wenn Systeme solche breiten Auswirkungen auf gesellschaftliche Folgen haben, sollte ich meine Messbarmachung vorher breit diskutieren. Und der andere Aspekt ist eben die Reflexion von der Einbettung solcher Systeme in Institutionen. Auch da haben wir aus der Medizin sehr vielfältige Beispiele, die man übertragen könnte. Klar, das Einfachste ist auf der individuellen Ebene, wenn ich Medizin studiere, habe ich Pflichtvorlesungen in Medizinethik. Ist erstmal sinnvoll für eine Sensibilisierung für dieses Thema. Dann gibt es auch freiwillige Ethikkommissionen, wo man sehr schnell, und das ist der Vorteil gegenüber dem Rechtssystem, vor der Anwendung konkrete Fälle diskutieren kann, wo man ein schlechtes Gefühl hat, ja? Oder einfach Beratungsbedarf braucht.
und eben über solche Fragen der gesellschaftlichen Angemessenheit diskutiert. Das gibt es formalisiert, ne? Presserat, Pressekodex zum Beispiel, ein System, wo Impulse von außen kommen, weil Leute eine bestimmte Berichterstattung anstößig finden, aus welchen Gründen auch immer. Es wird reflektiert und dieser sehr dynamische Prozess, wo Input von außen kommt, mündet dann auch irgendwie in Aktualisierung des Pressekodex. Wir haben so ein ähnliches freiwilliges Institut an Krankenhäusern zum Beispiel, diese klinischen Ethikkomitees, wo nicht nur Ärzte zusammensitzen, sondern eben Leute auch aus der Pflege und wirklich an konkreten Fällen diskutieren, ja, wie erfüllen wir hier so das Recht auf Selbstbestimmung des Patienten. Und wir haben Ethikkommissionen, die tatsächlich auch nicht freiwillig sind, sondern rechtlich vorgeschrieben sind in der Forschung. Ländersache, ich glaube, es gibt irgendwie 50, 52 davon, wo auch tatsächlich gesetzlich vorgeschrieben ist, wenn ich bestimmte Forschung machen muss, muss diese Ethikkommission dem zustimmen. Ja, also das ist schon eine Ebene weiter oben. Aber all das sind Beispiele, die man sich für bestimmte algorithmische Systeme, die eine breite gesellschaftliche Wirkung haben, abschauen kann. Und der dritte Punkt ist, das, worüber sehr viel gesprochen wird, Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit. Ich werde gar nicht in die Tiefe gehen, weil es da schon einige gute Ideen gibt. Was mir ein bisschen fehlt in der Diskussion ist, bloß weil ich eine Überprüfbarkeit habe, garantiert das ja nicht die Überprüfung. Das haben wir, glaube ich, bei Heartbleed gesehen, bei OpenSSL. Es passiert nicht zwangsläufig, bloß weil es transparent ist. Und auch hier drei Beispiele, wie wir tatsächlich eine Überprüfung eines überprüfbaren Systems institutionalisiert haben in der Gesellschaft. Wir haben Vorabverfahren, Medikamentenzulassung, Baugenehmigungen beispielsweise. Wir haben Verfahren, die kontinuierlich auf Systeme draufschauen, ne? Finanzaufsicht, BaFin, die auch Rechte hat, Daten abzufordern. Wir haben die Lebensmittelkontrolle, wir haben Wirtschaftsprüfung und wir haben für den öffentlichen Sektor Rechnungshöfe. Ja? Also öffentliche Institutionen, die andere öffentliche Institutionen unabhängig, soweit es geht, überwachen sollen. Auch ein interessantes Konstrukt, was man sich überlegen kann für den Staat als Anwender solcher Systeme. Und was ich bis vor kurzem nicht wusste, wir haben auch Institutionen wie die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen, die tatsächlich sagen, wenn es wirklich gravierende Unfälle gibt, wo etwas gravierend schiefläuft, dann müssen wir das institutionalisiert untersuchen, nachträglich. Also alles Möglichkeiten, von denen man sich etwas abschauen kann. Das erfordert natürlich rechtliche Grundlagen, dass ich in einem Einzelfall, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle von dem System, auch die Möglichkeit habe, erstmal zu wissen, wurde ich von der Software bewertet, auf welcher Basis. Also man braucht als Input-Hebel vielleicht Auskunftsrechte, vielleicht ein Recht auf eine zweite Meinung. Vielleicht braucht man auch, was wir bei AGBs sehen, was ein ganz hilfreiches Instrument ist für Verbraucherschützer, so Verbandsklagerechte. Sind Möglichkeiten, ne, rechtliche Hebel zu schaffen. Was wir auf jeden Fall auch brauchen, ist, um tatsächlich Öffentlichkeit zu sichern, zivilgesellschaftliche Watchdogs. Ja? Also das ist, keine Ahnung, was Foodwatch machen, was diverse Umweltorganisationen machen, die Geschichten entwickeln, die Fallbeispiele sammeln, die etwas illustrieren und die so wirklich Öffentlichkeit schaffen für etwas, was öffentlich ist, aber nicht öffentlich diskutiert wird. Das brauchen wir auch und das ist keine staatliche Aufgabe. Ja? Das ist eine Aufgabe von uns allen. Und deswegen, letztes Slide, eine Grafik, die werde ich jetzt nicht im Detail erklären, aber die ganzen Slides stehen online im Blog, die URL kommt gleich. Mein Punkt ist, und das klang, glaube ich, bei Jeanette Hoffmann gerade an, es gibt erstens nicht die eine Lösung aus meiner Sicht, wir wissen noch nicht mal genau wofür in allen Fällen. Zweitens, müssen wir auf allen Ebenen einsetzen, so wie wir das auch bei der Medizinethik tun, so wie wir das auch bei der Medienethik tun. Wir müssen bei Individuen einsetzen, die sich beschweren. Wir müssen bei Leuten einsetzen, die tatsächlich reflektieren, was sie tun. Und wir müssen auf Organisationsebene und gesetzlicher Ebene die Möglichkeiten dazu schaffen, dass es einen Hebel gibt, diese Reflexion in Gang zu setzen. Und hier kommt die URL. Also da stehen die Slides. Jetzt. Vielen Dank.